Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen wieder unser Samstagspaziergangs-Update-Video und starten vielleicht direkt mit unserem Wochenhighlight. Und dieses Wochenhighlight liegt hier neben mir. Das ist auch wieder so eine Geschichte, die du keinem erzählen kannst. Das hier sind Bodykit-Teile von einem Fenderist-Breitbau. Diesen Breitbau gibt es schon. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Ansonsten schneide ich euch jetzt hier mal kurz was rein. Also das Auto ist quasi fertig, es haben nur diese Teile gefehlt. Wir hatten die zwei schon mal da, allerdings in der V1-Variante, die waren dann hier unten ein bisschen länger und haben einfach nicht ans Bodykit rangepasst, beziehungsweise haben nicht mit der Lippe gepasst, die am Auto ist. Super Sache. Nach jetzt nur ungefähr einem Jahr Wartezeit sind die Teile jetzt angekommen. Also es gab in Russland mehrere Probleme. Das erste Problem war, sie mussten die Stoßstange, die bei Coco am Auto ist, also an dem weißen, den ihr jetzt gerade gesehen habt, erstmal scannen. Weil hatten sie nicht auf dem Plan, dass es ja auch eine andere Stoßstange gibt. Schön. Dann haben sie irgendwann diese Stoßstange gescannt. Dann haben sie angefangen mit dem Design. Dann werden diese Teile quasi, das ist ja ein Kunststoff, der über ein Holzgestell, also quasi in eine Holzform gezogen wird. Und dadurch entsteht halt dieses Teil. So, soll heißen, wir brauchen also den Scan, wir brauchen Holz, und wo das ausgefräst wird, quasi das Negativ, und wir brauchen das Material an sich. Ja, erst gab es in Russland kein Holz. Gut, das ist aber im Moment global ziemlich so. Ich meine, wer aktuell irgendwie seine Bude umbaut oder sich einen Carport bauen will, geht mal in den Baumarkt, dann weiß auch, was auf einmal eine Dachlatte kostet. Als es dann Holz gab, gab es kein Plastik. Jetzt gab es anscheinend wieder beides, und dann haben die das vor, ich weiß nicht, 3-4 Wochen oder so auf den Weg geschickt. So, und dann haben wir das getrackt, so typisch DHL, ne? Kam mit DHL Express. Dann haben wir das getrackt und seit dem 14., heute ist der 28., also heute ist Freitag, wenn ihr das seht, ne? Seit dem 14. ist nichts mehr passiert. Und dann hat Coco, also der Besitzer, hat dann mal geguckt, wo das Paket denn so ist, und dann stand da, was stand da, zugestellt? Da stand, glaube ich, gar nichts. Deswegen hat er beim Kundenservice angefragt. Genau, und der DHL-Kundenservice hat ihm dann erzählt, das Paket liegt in so einem Verteilzentrum hier in Lübeck und wird heute wieder zurückgeschickt, weil 14 Tage. Vom Verteilzentrum, keine Postfiliale oder so. Ja, ja, so, dann habe ich Felix da hingeschickt, Felix ist da hingefahren, hat da auch einen ganz fähigen Menschen, glaube ich, getroffen, der ihm dann einen Haufen Zettel mitgegeben hat mit der Info, nö, wurde zugestellt an Nachbarn. Okay. Letzten Freitag sollte es zugestellt worden sein, irgendwie um 10 Uhr irgendwas. Also freitags um 10 ist es eigentlich egal, wirst du immer irgendjemanden antreffen. Okay, schon mal komisch. Ich bin dann nochmal hier bei uns, die üblichen Orte, wo Paketboten ihre Sachen ablegen. Kommt da jemand? Ja, das ist gut. Okay. Wo Paketboten so ihre Sachen ablegen, da war auch nichts. Okay, dann habe ich das nochmal getrackt über eine andere Seite, und da stand dann, ist beim Zoll. Gut, beim Zoll angerufen, da war es jetzt letztendlich auch, da konnten wir es abholen. Also ja, das DHL-Tracking, das funktioniert richtig gut. Naja, das Teil ist jetzt da, Coco ist schon ganz nervös. Wer Coco nicht kennt, der Typ hat normalerweise einen Puls von, ich weiß nicht, was hat so eine Schildkröte? 4 oder sowas im Winterschlaf? Irgendwie sowas. Ja, also normalerweise hat Coco so einen Puls von 4 oder 8. Er hatte heute, glaube ich, 14 oder so. Also er war richtig aufgeregt. Wie er mir schrieb, wenn das jetzt mit dem Teil nichts wird, dann verkaufe ich die Karre als Projektaufgabe. Ich hätte sie gekauft. ja, naja, auf jeden Fall, das ist jetzt da, und das ist so ein bisschen so, ja, das ist eigentlich mein Wochenhighlight, weil Coco ist auch ein guter Kumpel von uns und unterstützt uns jedes Mal, und ich, klar, er weiß, dass ich da nichts für kann, aber am Ende habe ich ihm das Kit verkauft, und das ist natürlich schon scheiße, wenn es nicht ankommt. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Ansonsten, so ein bisschen was war los diese Woche. Wir haben vergessen, von dem Legacy, der gerade hier war, ein Foto zu machen, weil das war der erste, der nicht in der Halle war. Schade. Das wäre ein schönes Foto für Instagram gewesen. Wir hatten also gerade einen Legacy da, der ist gestern gekommen. Da haben wir so ein Ventildeckdichtung gemacht und Antriebswellenmanschetten und ein bisschen Kleinkram, waren dann beim TÜV. Hat auch alles funktioniert. Und das war der erste Legacy, der diese Hallen hier befahren hat. Den haben wir, ich glaube, im Februar vor 2 Jahren bekommen. Haben ihn dann aus Bremerhaven abgeholt und haben ihn schon hierher gebracht. Und da war die Halle noch so, wie wir sie übernommen haben. Also hier war noch kein Betonboden drin. Hier war schon gar nicht das hier alles. Das war das erste Auto hier. Wäre eigentlich ein schönes Instagram-Foto gewesen. Naja, gut. Nützt nichts. Wir haben noch da vorne den Kopf von unserem Integra bekommen. Das ist auch, der ist wirklich sehr schön geworden. Und draußen steht auch noch ein möglicher Trödel rum. Wir starten einfach mal hier.
So. Erster Teil ist hier unser B18C6-Kopf. Sieht aus wie neu, ne? Also der ist wirklich richtig schön geworden. Der wurde jetzt einmal komplett überholt, geplant, Ventile neu eingeschliffen, Ventilschaftdichtung neu. Ventile natürlich, also das Ventil an sich auch gestrahlt und gesäubert und ach, all so ein Kram. Ist quasi wie ein neuer Kopf. Hier ist ja der Block dazu, den hatten wir letztes Mal hier auch schon rumstehen. Soll heißen, den können wir jetzt demnächst, können wir mal zusammenbauen. Ich weiß nicht, wie viel Bock ihr drauf habt, ich bin ja so ein Technik-Nerd. Schreibt mal drauf, wie viel Technik wir da machen sollen. Wir können von, wir machen so 1, 2, 3 Ausschnitte und am Ende steht ein fertiger Motor, bis zu, wir machen jeden Schritt. Das wird dann aber ein ziemlich langes Video und naja, ihr könnt ja mal sagen, worauf ihr Bock habt. Gehen wir raus? Jawohl. Wollt ihr noch irgendwas? Nö, ne? Ich hab's so schnell nicht. Wir haben noch einen Satz 1A nagelneue Elektroscheinwerfer für unseren Altesser, aber das ist jetzt nicht so spannend. Da lang. So, machen wir hier draußen weiter. Hier haben wir, habt ihr wahrscheinlich gesehen, den Bentley von Max stehen. Da haben wir jetzt, also der hatte ja Felgen gekauft beim anderen Felgenhändler und wurde da ein bisschen dämlich beraten. Falls ihr die Thematik nicht wisst, da oben könnt ihr euch angucken. Riesendrama, aber ich hoffe, wir kriegen es hin. Das sieht auch ganz gut aus. Da vorne dieses gelbe Ungetüm mit der Carbonhaube, ich glaube, das hatten wir auch schon mal einmal gezeigt. Das ist der STI vom Kumpel von mir. Da haben wir schon ein paar Sachen gemacht. Der war jetzt zum Abstimmen, da fehlt aber noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Der ist jetzt auch wieder angekommen. Den machen wir jetzt als nächstes. Oder naja, wenn Zeit ist. Den Tigra ist verkauft. Da haben wir jetzt von dem Interessenten die Anzahlung bekommen. Da kriegen wir jetzt noch ganz cool, der hat einen Haufen Spoon-Teile und sowas. Und das bauen wir noch ein, dann bauen wir Motor zusammen und naja. Sky sowieso verkauft, da warten wir jetzt noch auf Teile. Chaser, wie man sieht, Ladenluftkühler ist drin, wir können mal einmal drunter gucken. Wir machen es ja ganz gerne so, dass wir die Ladenluftfeuerung und so weiter halt bei uns hier Pulver beschichten, weil ich finde, so ein schwarzer Ladenluftkühler mit schwarzen Rohren, das sieht irgendwie immer, sieht immer sauber aus. Was hast du? Das sieht gut aus. Ja, ne? Hier haben wir jetzt auch unseren, das hatten wir in dem anderen Video schon mal erzählt, hier haben wir jetzt unseren IAT-Sensor drin. Der passt hier natürlich auch deutlich besser rein als in das originale Plastikteil. Und ja, da kommt jetzt noch ein Ölkühler rein und dann sind wir hiermit eigentlich durch. Es sei denn, Kunde kommt noch auf neue Idee. Nee, sind wir nicht durch. Wir haben da drin ja noch was, was da noch reinkommt. Zeigen wir euch gleich. Ansonsten ist hier draußen, glaube ich, nichts Neues. Nichts Neues, ne? Wir müssen irgendwann mal wieder meinen Forester waschen und ausräumen, aber ja. Das ganze Pfand entrümpeln. Sag das doch nicht. So, machen wir hier drinnen weiter. Wie ihr seht, haben wir hier zwei ziemlich große Kartons und wir haben das Messer vergessen. Du bleibst Perfekt. Hier, ich hole ein Messer. Hier haben wir also zwei riesen Kartons, wie ihr schon gesehen habt, von Origin Label. Da sind Bodykits drin. Einmal für, ich würde sagen, hier Altesser, da Chaser. Die bekommt ihr demnächst auch bei uns im Shop. Und ich glaube, wir gucken jetzt einmal rein, wie die das so verpacken und so, weil das bei GFK-Bodykits ja immer so ein bisschen kritisch. Wir schauen mal rein, ne? A few moments later. So, also das, was wir bis jetzt sehen, sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Irgendwo in einem dieser Kartons müsste auch noch unser Fuelway für den Skyline mit drin sein. Die kam auch schon da. So. Also. Sieht auf jeden Fall schon mal eindrucksvoll aus. Ja, komm mal hier um die Ecke. Dann sieht man das auch ganz gut. Also, das mag jetzt vielleicht umwelttechnisch ein bisschen schwierig sein heutzutage. Aber verpacken können die Jungs. Also, das sieht wirklich gut aus. Das ist alles. Doppelt und dreifach. Irgendwie eingepackt und überall diese Luftpolster-Dinger drin. Das ist mal eine Schürze. Ja, aber das sieht wirklich so von der Qualität auf den ersten Blick echt richtig, richtig gut aus.
Passgenauigkeit und so werden wir uns angucken, wenn wir das montieren, weil das Kit, ich habe auch richtig geschätzt, das Kit ist nämlich für einen Chaser. Das Kit ist für den Altessa, aber nicht für den, sondern für einen, der noch kommt. Das wird ein richtig wilder Umbau. Aber so auf den ersten Blick würde ich sagen, das passt alles. Muss man mal gucken, wie viel Aufwand das nachher ist, das anzupassen. Das ist bei GFK immer selten, dass du es ransteckst und das passt gleich sofort. Macht aber nichts. Also einmal ein bisschen anpassen, gucken, wie es sitzt. Dann muss es eh zum Lackierer. Ich glaube, ich habe unsere Fuel Rail gefunden. Das sieht so aus. Das wollen wir auch mal angucken, oder? Schon schick, ne? Ja, also hier haben wir wie gesagt die Furel für so einen RB25 Umbau von Cooling Solutions. Ganz cool bei dem ist, man kriegt hier passende Einsätze mit, also diese Adapter nachher für die Drossel, für die Ansaugbrücke und Dash-Anschlüsse in allen möglichen Größen, Halterchen, Schrauben, Kappen. Das sieht wirklich sehr gut aus. Und das, also klar, ihr kennt wahrscheinlich alle diese meistens lila loxierten Einspritzleisten, die dann irgendwie bei eBay 20 Euro kosten und aus Chinesien kommen. Machen wir uns nichts vor, das Ding wird auch nicht hier irgendwo in Europa gefertigt, aber wenn man sich das mal so anguckt, ist das schon sehr hochwertig. Was hast du? Sieht gut aus, oder? Macht einen guten Eindruck. Ja. Sehr schön. Hat zwar gar nichts mit dem hier zu tun, aber ist auf jeden Fall schön, dass das da ist. So. Das packen wir gleich wieder ein. Dann haben wir hier noch unsere S13. Damit waren wir jetzt beim TÜV. Haben noch so ein, zwei Sachen, die wir machen müssen. Hinterachsbuchsen, Zugstrebenbuchsen vorne. Das werden wir wahrscheinlich gleich komplett irgendwie in PU ersetzen. Was war noch? Scheinwerfer müssen wir noch. Es kommt am Montag dazu ein kurzes Video. Da gehen wir einmal da kurz drauf ein. Wir haben halt nur so ein paar TÜV-Sachen gemacht und so ein bisschen Kleinigkeiten. Auf jeden Fall brauchen wir neue Reifen hinten und so ein 295-30-18. Das ist schon viel Reifen. Ich glaube auch nicht, dass ich den montieren möchte. Ansonsten, war hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das Wichtigste hätten wir. Ja, auf jeden Fall sehr cooles Auto. So ein paar Halter haben wir noch gebaut für den Ladeluftkühler und so, dass das eigentlich alles ordentlich sitzt. Aber wie gesagt, nichts Großartiges. Da kommt jetzt nächste Woche so ein bisschen das Einstiegsvideo und dann werden wir die nächste Woche fertig machen wahrscheinlich schon. Dann geht es zum TÜV und dann kann der Besitzer weitermachen. Wir machen da weiter. So. Den Legacy habt ihr ja letzte Woche gesehen. War das der, den wir oben hatten? Weißt du das? Ich glaube, ja. Der war Fabine. Ja. Der ist jetzt fertig, der hat auch schon TÜV gekriegt, da warten wir jetzt auf die Papiere, weil unser Prüfer gerade krank ist und die Dokumenterstellung dauert immer ein bisschen länger. Dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen warten. Ja, da kommt jetzt morgen jemand, der hat das Auto auch schon gekauft, er will sich den vorher noch einmal angucken und dann planen wir mal einmal sowas so nach Umbau und fertigen Fahrwerk, keine Ahnung, Kühler und so weiter. Aber ja, eigentlich technisch ist das Auto fertig, kann auf jeden Fall losfahren. Da vorne unseren Altessa. Habt ihr auch im letzten Video gesehen, dazu kommt jetzt auch nächste Woche oder übernächste Woche auch nochmal irgendwann was. Da ist Janne und Maurice sind da jetzt schon fleißig am Rumbasteln. Da machen wir jetzt erstmal die technischen Sachen, da kommt noch ein PC-Fahrwerk rein und dann haben wir ja diese Steuergerät-Thematik. Wir sind gespannt. Supra MK3, leider Gottes steht sie mehr oder weniger noch da wie vorher, aber da gibt es jetzt Fortschritte. Wir haben jetzt so eine Rotisserie gekauft, also so ein Gestell, wo man die Karosse raufpacken kann und drehen kann. Witzige Geschichte, ich habe genau die gleiche, die ich jetzt bestellt habe, bei eBay Kleinanzeigen gefunden. In Berlin, die hätten wir morgen abgeholt, hatten auch schon Sprinter besorgt und so, hätte alles wunderbar funktioniert. Dann habe ich dem Verkäufer wirklich, ich finde, sehr nett geschrieben, hallo, ich möchte das gerne kaufen, ich würde dir jetzt gerne was anzahlen, das war irgendwie Anfang der Woche. Ich würde das gerne anzahlen und den Rest zahle ich dir dann am Wochenende, wenn wir es abholen.
Seine Antwort war freundlich wie aussagekräftig, nein. Ja, okay, dann habe ich mir jetzt eine neue bestellt, die hätte 200 Euro mehr gekostet. Aber kann man nicht ein bisschen freundlich? Nein. S14, da gibt es so kleine Fortschritte, da ist jetzt schon ein Catchtank drin, da ist, sind die Wasserleitungen fertig für den Wärmetauscher und für die Heizung und so weiter. Ich glaube, das Getriebe ist... Ist da schon Getriebe drin? Ja. Da ist auch schon Getriebe drin, habe ich gerade gehört. Da kommt morgen jemand, beziehungsweise wenn ihr das seht heute, aus Köln, will sich die angucken. Ich denke mal, er wird sie dann auch nehmen, weil wenn du den S14 haben willst, dann nimm die. Wüsste nicht, was besser wäre. Ja, das ist so das, was hier aktuell los ist. Haben wir irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas? Vielleicht Bianas Aktion? Ja, Biana hat einen Kühler kaputt gemacht. Das ist halt super, wenn ein Kundenauto hierher kommt, wieder was reparieren. Und beim Legacy-Kühler ist es so, dass er an der Seite so einen ganz kleinen Eingang hat für den Überlaufbehälter. Ja. Einmal drauf abgestürzt, abgebrochen. Passiert natürlich immer bei den Autos, die einen Tag später wieder 600 Kilometer nach Hause fahren müssen. Deshalb mussten wir jetzt schnell aus dem Legacy da vorne, das Telefon klingelt, aber ist egal, einen ausbauen, haben den da eingebaut, alles gut, Problem gelöst. Sowas passiert aber garantiert nicht, wenn ihr noch 10 Kühler rumliegen habt, sondern immer dann, wenn nur noch einer da ist und es schnell gehen muss. Ganz normal. Kündigung ist raus. Ja, also Abmahnung hat er gekriegt, er hat sich auch 7-mal entschuldigt, wird die nächsten 4 Monate kein Gehalt kriegen, aber Spaß. Nee, ich glaube, das war's sonst von dieser Woche. Was freust du dich so? Du hast keinen Grund, dich zu freuen. Ich will den Witz nicht. Nee? Achso, nee, war ja auch keiner. Achso. Nee, sonst war, glaube ich, nichts. War irgendwas noch diese Woche, was wir unbedingt erzählen müssen? Hä? War irgendwas noch diese Woche, was wir unbedingt erzählen müssen? Nö, passt wirklich gerade alles. Ich glaube auch. Hervorragend. Gut, dann war es das auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich wie immer über euer Like und Teilen und Abonnieren und so weiter und so fort. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin, ciao.